Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch kurz ein relativ preiswertes Liptron-Messer mit Messinggriffschein zeigen. Hat gerade mal 30 Euro gekostet und naja, für ein Messer mit Messinggriffschein ist das relativ günstig. Es ist ein weiteres Messer aus der Atlas-Reihe von Bülker Plus und zwar das Atlas Brass bzw. Atlas Messing. Aus aktuellem Anlass wollte ich einfach ein Messer mit Messinggriffschein und das hat sich hier einfach angeboten. Ich habe ja bereits das Atlas Multi und auch das Atlas Black. Und ich muss echt sagen, mit der Verarbeitungsqualität bin ich sehr, sehr zufrieden. Deswegen war das für mich einfach eine ganz logische Schlussfolgerung, dieses Atlas Brass zu kaufen. Ja, kurz zu den Spezifikationen. Das ist hier eine gefaltete Griffkonstruktion aus Messing. Die Grifflänge beträgt hier 94 mm. Die Griffbreite gerade mal 4,9 mm, mit dem Clip sind es dann etwa 10 mm. Das hier ist eine Droppoint-Klinge aus 12C27 Sandvik-Stahl. Ja, Klingenlänge 72 mm, effektiv immer noch 67 mm. Die Klingenbreite sind schlanke 2,4 mm. Sehr sauber ausgeführter Flachschliff. Ja, dazu ist das Ganze wirklich extrem schneidfreudig gehalten. Wir haben gerade mal 0,4 mm hinter der Schneidphase. Ja, insgesamt ein Gewicht von 52 Gramm. Was will man mehr? Also sehr schlank, sehr leicht, richtiges, schönes Gentleman-Messer. Wer mehr über dieses Messer wissen möchte, dem lege ich das Video zum Atlas Black ans Herz. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier. Ja, soweit, so gut. Jetzt noch eine ganz kleine Marketingkritik an Bülker. Im neuen Katalog Frühjahr Sommer 2021 stimmen die Bilder nicht mit dem überein, was man letztendlich bekommt. Sowohl bei der Messing- als auch bei der Kupfervariante des Messers werden der Clip, die Achsverschraubung, die Nieten und teils auch der Backlock in Messing- bzw. Kupferfarben abgebildet. Ja, ihr habt das in den Einblendungen gesehen. Das ist hier aber wirklich auch alles silberfarben. Also da ist kein Kupfer, kein Messing. Der Clip ist silberfarben, die Verschraubung ist silberfarben, der Backlock ist silberfarben, die Vernietung ist silberfarben. Also, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so gut. Ich finde es ehrlich gesagt schade, weil dieses Produkt hat es eigentlich nicht nötig, auf so eine Weise präsentiert zu werden. Ja, okay, ich komme jetzt dann noch kurz zu einem Fazit. Mein Fazit: Bülker hat sich bei der Atlas-Reihe jetzt so einiges einfallen lassen. Mittlerweile gibt es relativ viele Griffvarianten. Im Sommer kommt noch eine Griffvariante mit Stonewash-Finish hinzu. Die sieht dann so ähnlich aus wie das hier. Das habe ich ja selbst geätzt. Ja, ansonsten gibt es die geschwärzte Variante, dann noch Messing und Kupfer. Also, ja, ist schon einiges. Ich denke mal wirklich, dass die Atlas-Reihe in Zukunft vielleicht sowas werden könnte wie für Real Steel das Luna. Muss man aber mal sehen, weil es gibt halt diesen Wermutstropfen, dass Sanremo mit dem PT711 ein nahezu identisches Messer im Programm hat. Naja, muss man mal sehen, wie sich das auswirkt. Ansonsten, was die Werbung anbelangt, ganz klar, Klappern gehört zum Handwerk, aber ob man jetzt die Bilder dann so verfälschen muss, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwann eine Variante mit Messingclip oder eben mit Kupferclip, muss man mal sehen. Okay, ja. Das war das Atlas Brass bzw. das Atlas Messing von Bülker Plus. Wollte ich euch mal kurz in die Kamera halten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.